Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV mit Hollywood News. Jeff Bridges hat für seine Rolle als versoffener Country-Star in Crazy Heart nicht nur einen Oscar, sondern später auch einen Plattenvertrag erhalten. Und in dieser Woche kommt sein Album raus mit dem Titel Jeff Bridges. Das Ganze ist ein sehr eigenwilliger Stil, so eine Mischung aus Folk- und Country-Musik. Würde sagen, geht so ein bisschen in die Richtung Tom Waits, Bob Dylan. Wer das mag, das Album ist sehr gut produziert. Ich habe schon vor einer ganzen Weile gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass er damit sehr viel erfolgreicher sein wird als Bruce Willis, William Shatner oder Russell Crowe, die ebenfalls Alben aufgenommen haben, aber relativ wenig Erfolg damit hatten. Woher kommen diese ganzen Songs? Leider mitten aus dem Leben. Wie geht's dir, Bert? Beschissen. Irgendwie muss ich meine Karriere wieder ins Rollen bringen. Schreib ein paar Songs. Ich habe seit Jahren keine Songs mehr geschrieben. Ist nie zu spät, Junge, nie zu spät. Ain't no place. Seit einigen Tagen kursiert hartnäckig das Gerücht in allen Medien, dass es einen vierten Austin Powers Film geben wird. Das kann ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nach Gesprächen heute mit dem Studio New Line nicht bestätigen. Dort war man eigentlich eher ein bisschen genervt, was das Ganze betrifft, da man mir sagte, dass man Mike Myers bereits vor gut einem Jahr das Angebot für einen vierten Film gemacht hat, er sich daraufhin aber erst in der vergangenen Woche gemeldet hat. Natürlich kann das Ganze noch stattfinden, aber man war dort nicht absolut zuversichtlich, also heißt es hier abwarten. Es ist sowieso erstaunlich, dass Hollywood 9 Jahre nach dem letzten Teil, dem dritten Teil, Goldständer, einen vierten Teil drehen würde, da man, wenn so viel Zeit im Bach untergegangen ist, hier lieber einen Reboot macht, weil man in Hollywood befürchtet, dass die wichtigen jungen Kinogänger eventuell nicht mehr mit dem Produkt vertraut sind, wenn so viel Zeit vergangen ist. Was auf jeden Fall kommen wird, ist Bridget Jones 3. Colin Firth, der wieder dabei ist, hat vor ein paar Tagen sogar gesagt, dass es darum gehen wird, dass er und Renee Zellweger, alias Bridget Jones, keine Kinder haben können und sie daher zurück zu Hugh Grant geht und mit dem so lange zusammen bleibt, bis sie schwanger wird. Als der das dann rausfindet, setzt er sie vor die Tür und sie geht wieder zu Colin Firth zurück. Wann das Ganze ins Kino kommt, kann ich euch nicht sagen. Ich denke mal, wird aber nichts vor 2013 werden. Außerdem wird es definitiv einen fünften Resident Evil mit dem Titel Resident Evil Retribution geben, wieder mit Mila Jovovich als Alice und ihrem Ehemann Paul W.S. Anderson als Regisseur. Der Kinostart ist in Deutschland für September oder Oktober 2012 geplant. Und so sehr ich mich natürlich darüber freue, dass eine deutsche Produktion wie die Resident Evil-Reihe weltweit so extrem erfolgreich ist, so wünsche ich mir doch, dass beim fünften Teil man ein bisschen mehr auf Qualität geachtet wird. Und hier ist eine aufregende Nachricht für alle Comic- und Superhelden-Fans. Es wird einen gemeinsamen Film der beiden DC-Ikonen Superman und Batman geben. War natürlich klar, dass die nicht lange auf sich warten lassen, nachdem Marvel all deren Superhelden in The Avengers im nächsten Kinosommer antanzen lässt. Das Ganze ist allerdings Musik der Zukunft. Es ist nicht sicher, wann dieser Film kommen wird. Definitiv nicht im nächsten Jahr. Warner Brothers hat auch durchblicken lassen, dass, falls Christian Bale kein Interesse daran hat, Batman in dem Film zu spielen, einfach ein anderer Schauspieler gecastet wird. Der neue Superman Henry Cavill hat bereits zugesagt. Und es gibt etwas Neues von Shaquille O'Neal, der mich sehr überrascht, wenn nicht sogar etwas schockiert hat, als er kürzlich seinen Rücktritt vom Basketball bekannt gegeben hat. Der hat nicht auf der faulen Haut gesessen, sondern ist auf die Filmschule gegangen. Er hat die New Yorker Film Academy besucht, in Privatunterricht, und wird jetzt Regisseur. Er hat nicht gesagt, ob er Musikvideos oder Dokumentationen oder Spielfilme drehen wird, sondern nur, dass er wesentlich glücklicher hinter der Kamera als vor der Kamera ist. Lass mich deine Gedanken über all diese Nachrichten wissen. Wie immer natürlich viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.